Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Scrum Impuls. Und diesmal geht es um effektive Facilitation oder Facilitation der Scrum Events. Herzlich willkommen, mein Name ist Simon und ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, wie wir Scrum Master oder Agile Coaches die Scrum Events effektiv facilitieren können. Bevor wir loslegen, ein paar technische Dinge. Und zwar als erstes, die Session ist so aufgebaut, dass in der ersten Zeit ich ein bisschen was erzählen werde und im Anschluss habt ihr Möglichkeiten, auch Fragen zu stellen. Deswegen sind am Anfang oder generell durch das ganze Webinar hindurch die Mikrofone stumm geschaltet. Es wird da auch aufgezeichnet. Keine Angst, ihr seid nicht zu sehen. Die Aufzeichnung und die Folien sind ungefähr 24 Stunden danach, stehen zur Verfügung auf der Scrum.org-Seite oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Bitte stellt also Fragen, die werde ich dann am Ende des Webinars versuchen aufzugreifen und zu beantworten. Wichtig, die Fragen nicht in dem Zoom-Chat schreiben, sondern es gibt in Zoom, wenn ihr unten in dem Panel schaut, gibt es auch irgendeine Box, da steht Q&A drauf. Bitte die Fragen da reinschreiben. Da werde ich dann gegen Ende des Webinars reinschauen und versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Sollten Fragen nicht beantwortet werden, dann schreibt mich einfach an. Dann beantworte ich die euch im Nachgang. Okay, das ist ein bisschen die Logistik. Dann ein bisschen was zu Scrum.org. Also, wer ist Scrum.org? Scrum.org ist das Home of Scrum, so zu sehen. Es wurde von Ken Schwaber gegründet. Ken Schwaber ist der Chairman von Scrum.org und wie jeder weiß, ist er einer der beiden Co-Kreatoren des Scrum Guides. Scrum.org steht für viele Dinge. Unter anderem stehen wir dafür da, dass wir in Agilität quasi Thought Leaders sind. Also wir schreiten voran mit neuen Ideen, wie Scrum hilft, Menschen und Teams komplexe Probleme zu lösen. Ganz wichtig dabei, es ist ein immer weitergehendes Lernen. Also Scrum.org steht für kontinuierliches Lernen und dafür gibt es vielerlei Angebote, wahrscheinlich wie jeder kennt, zum Beispiel die Trainings, Scrum-Trainings in allen Bereichen, aber auch Zertifizierungsprüfungen, wo jeder Scrum-Anwender quasi überprüfen kann, wo sein Wissensstand ist und in welchen Bereichen er sich noch verbessern kann. Wichtig ist, die Trainings und auch die Zertifizierungen, die sind konsistent über alles hinweg, also egal welches Training ihr besucht, bei welchem Trainer, die Lernziele und die Inhalte sind vergleichbar. Wir bieten Trainings an auf der ganzen Welt. Die Scrum-Trainer sind überall auf der ganzen Welt vertreten. Und ganz wichtig, ihr seid auch Teil davon, und zwar ihr seid Teil der Scrum-Community. Und mit Webinaren wie diesen, aber auch mit dem Forum auf der Scrum.org-Seite oder mit Meetups versuchen wir euch immer die neuesten Informationen über Scrum zu geben und euch anzuregen, mit uns gemeinsam Neues zu lernen. Gut, das war ein bisschen was über Scrum.org. Ganz kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist der Simon, ich bin Professional Scrum Trainer seit 2 Jahren. Ich habe angefangen als Product Owner und mittlerweile bin ich Scrum Trainer und arbeite für Colnet. Und die letzten Jahre war ich auch einer der beiden Stewards für das Scaled Professional Scrum Training. Stewards heißt, ich habe die Unterlagen entwickelt und anderen Trainern geholfen, auch dieses Training zu geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir auf LinkedIn verbindet. Da findet ihr auch immer viele weitere Artikel zum Thema Scrum. Oder wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut auch gerne auf der Scrum.org-Seite scrum.org/Simon-Flossmann. So, wie hängt das Ganze jetzt mit Facilitation zusammen? Vielleicht eine kurze Anekdote, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe angefangen als Product Owner und ich war schon immer davon fasziniert, wie Gruppen zusammenarbeiten oder einzelne Menschen. Als Product Owner war mein Hauptinteresse daran, die anderen Leute für mich zu arbeiten zu lassen. Deswegen war immer meine Idee, wie schaffe ich es, die Stakeholder so zu begeistern, so mit einzubeziehen, dass sie mich unterstützen, zum Beispiel neue Ideen für den Product Backlog zu finden oder herauszufinden, was das wirklich Wichtige ist, was wir in Zukunft tun sollten. Seit Beginn meiner Karriere habe ich angefangen, Facilitation-Methoden, Techniken und so weiter zu sammeln. Ich hatte ein ganzes Buch voll Methoden,
Später habe ich als Scrum Master gearbeitet und war immer sehr stolz darauf, wie ich in jeder Situation die passende Methode oder Technik zum Einsatz bringen konnte. Der Gipfel war dann so vor 4 Jahren oder so, da habe ich in der Versicherungsbranche als Scrum Master gearbeitet. Und da war eine Retrospektive, auf die war ich besonders stolz. Spaßeshalber sage ich immer, in der Retrospektive haben wir bestimmt 2 Bäume gefällt. So viele Post-its haben wir verwendet. So viele tolle Methoden, so einen tollen Rahmen wurde auch gesetzt in der Retrospektive. Das habe ich dann ganz stolz meinem damaligen Mentor erzählt, mein Mentor auf dem Weg, Professional Scrum Trainer zu werden. Und er hat mir eine Frage gestellt und die hat ein bisschen mein Weltbild zerstört. Und zwar hat er mich gefragt, klingt ja alles wunderbar, dein Team scheint schon so weit zu sein, was du so von der Retrospektive erzählst. Ihr liefert bestimmt oder ihr begeistert bestimmt jeden Tag eure Kunden, indem ihr ihnen wertvolle Software ausliefert. Da waren 2 Dinge drin, die haben mein Weltbild zerstört. Zum einen war zu dem Zeit überhaupt nicht klar, wer unsere Kunden sind. Und zum zweiten haben wir damals auch nicht häufig Software ausgeliefert. Ich würde sogar sagen, wir haben das gar nicht gemacht. Das hat mich in eine Krise geschmissen, weil ich dachte, ich habe doch als Scrum Master alles richtig gemacht. Ich habe alle mit einbezogen und so weiter. Und die Einsicht war, in Scrum geht es nicht darum, dass man tolle Facilitation-Techniken verwendet, sondern es geht darum, wirklich Probleme für Kunden zu lösen und Mehrwert zu stiften. Und von dem Tag an habe ich versucht, mich auf das Minimum zu beschränken. Also was sind die essentiellen Dinge, um genau diese Ziele mit dem Team zu erreichen? Und davon möchte ich euch heute ein bisschen mehr erzählen und ich möchte auch eine Anwendung geben, wie man zum Beispiel eine Sprint-Retrospektive facilitieren kann. Gut, starten wir mit dem, um was es in Scrum eigentlich geht. Und zwar ein wichtiger Grundsatz in Scrum ist, dass die Problemlösung und die Entscheidungsfindung eigentlich in den Händen des Scrum-Teams liegt. Im Scrum-Guide wird es schön zusammengefasst als Scrum-Teams managen sich selbst und das ist hier hauptsächlich auf die Arbeit bezogen. Okay? Die Scrum-Teams entscheiden, an was sie arbeiten, wer daran arbeitet und wie die Arbeit erledigt wird und bis wann. Und wenn wir diesen Grundsatz beherrschen, klingt der in der Theorie erstmal recht einleuchtend und hilfreich. Schauen wir uns doch dazu mal eine typische realitätsnahe Situation an. Wenn es darum geht, dass Teams Probleme lösen und gemeinsam Entscheidungen treffen, schaut es in der Realität häufig eher so aus. Also wer dafür ist, der hebt bitte seine Hand, wie in dem Beispiel. Jeder hebt seine Hand, aber wenn ihr euch die Sprechblasen in dem Comic anschaut, jeder ist natürlich anderer Meinung. Und was wir hier sehen, ist eine typische Situation, wie Entscheidungsfindungsprozesse in Gruppen ablaufen können, wenn es darum geht, bestimmte Themen zu besprechen oder jetzt zum Beispiel bestimmte Probleme zu lösen. Schauen wir uns da mal ein paar, das war jetzt ein sehr abstraktes Beispiel. Jeder ist zwar offensichtlich schaut es aus, als wäre jeder dafür, aber wenn man sich die Sprechblasen anschaut, sieht man, dass kein Mensch so richtig für den Vorschlag ist. Und schauen wir uns das Ganze jetzt mal auf ein paar typische Situationen aus der Vergangenheit, die ich erlebt habe, in Scrum-Events an. So der Klassiker ist Sprint-Planning am Anfang vom Sprint. Das Team kommt zusammen und man überlegt sich gemeinsam, was sind denn die Dinge oder das Ding, auf das man sich im nächsten Sprint fokussieren sollte. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen. Es gibt eine Vielzahl von Product-Backlog-Einträgen. Die Frage ist, auf was einigt man sich? Was ist das gemeinsame Ziel? Und eine typische Realität oder wie ich es auch häufig erkannt habe, ist, dass das Team eben sich nicht auf ein gemeinsames Ziel einigen kann. Der Product Owner schlägt was vor, die Entwickler stimmen zwar erst zu, dann schauen sie sich die Arbeit genau an, dann wird es wieder angepasst, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Und im besten Fall kommt man mit einem Sprintziel raus, was mehrere Uns enthält und eine Auflistung von Einträgen ist. Oder im schlimmsten Fall muss man den Sprint ohne ein Sprintziel quasi fortsetzen, weil der Tag zu Ende ist und man doch am nächsten Tag irgendwas arbeiten möchte. So typische Situation, die ich aus dem Sprint-Planning kenne. Dann eine andere Situation, die kennt bestimmt auch jeder von euch, Daily Scrum. Und eigentlich sollte das Daily Scrum nur 15 Minuten sein, laut dem Scrum Guide. Das ist eine Empfehlung, um ein bisschen dafür zu sorgen, dass man sich
fokussiert, soll keine Diskussionsrunde werden, keine Problemlösung, sondern es geht darum, den Fortschritt bei der Erreichung des Sprintziels anzuschauen und eventuelle Verbesserungen daran, an dem Plan, wie man das erreichen möchte, vorzunehmen. Was man dann häufig erlebt, es dauert ewig, zum Beispiel eine halbe Stunde, und man erkennt auch, dass anstatt, dass die Leute quasi miteinander sprechen, dass sie irgendwie zusammenarbeiten, reden sie eher aneinander vorbei. Jeder erzählt, was er gestern gemacht hat, keiner erzählt eigentlich, spricht darüber, mit wem er heute zusammenarbeiten möchte, damit wir dem Sprintziel vielleicht einen Schritt näher kommen können. Sprint-Review, typische Situation, die ich in der Vergangenheit gesehen habe. Ich würde sagen, es eskaliert in einem gewissen Sinn. Gegen Ende des Sprint-Reviews, der Product Owner stellt vor, so wie eine mögliche Zukunft ausschauen könnte. Er stellt den Product Backlog vor, vielleicht das Product Goal, und er gibt so einen Erwartungshorizont, an was das Team als nächstes wahrscheinlich arbeiten wird. Und dann geht's los. Der erste Stakeholder sagt, Moment mal, was ist denn mit der Sache, die ich unbedingt brauche? Wann kommt denn die dran? Mir passt die Ordnung so gar nicht, ich kann da nicht weiterarbeiten. Dann kommt der Nächste, stimmt, bei uns passt das auch so nicht, und dann kommt der Nächste ein. Und was man dann häufig erlebt, jeder hat eine Meinung, aber die Meinung passt nicht zu den anderen Meinungen, es ist ein totales Chaos. Und der Sprint-Review ist jetzt nicht sonderlich hilfreich für alle Beteiligten. Das letzte Beispiel, was ich noch geben möchte, was ihr kennt, ist das Sprint-Retrospektive. Am Ende vom Sprint kommt das Scrum-Team zusammen. Es geht darum, Verbesserungen auf den Sprint zurückzuschauen und Verbesserungen für den nächsten Sprint sich zu überlegen. Und ihr kennt es auch, die Diskussion, es kommt so vor, als würde sich die Diskussion im Kreis drehen. Man will eigentlich zu einer Verbesserung kommen, aber irgendwie kommt man nicht so richtig hin. Immer wieder wird irgendwas aufgeworfen, was nochmal neu diskutiert wird, und man kommt einfach nicht zum Ende. Es kommt eigentlich kein Fortschritt zustande. Und das Schlimmste, es wird eigentlich keine Verbesserung gefunden, was man im nächsten Sprint zum Beispiel ändern könnte. So, das sind jetzt die typischen Situationen, auf die wir in der Realität als erfahrene Scrum-Anwender treffen. Wenn wir dem Grundsatz folgen, dass die Problemlösung und die Entscheidungsfindung in den Teams sein soll. So einfach ist es nicht. Wir treffen auf diese Situationen. Und die Frage ist, was kann uns dabei helfen? Und aus meiner Erfahrung kann es dabei helfen, dass wir Teams oder auch Gruppen im Allgemeinen facilitieren, auf dem Weg die Probleme zu lösen. Das resultiert in effektiveren Scrum-Events und insbesondere hilft Facilitation dabei, dass wir eine gemeinsame Ausrichtung des Teams haben. Was sage ich damit? Es gibt ein Ziel, auf das sich alle einschwören, wo sie alles versuchen, ihr Bestes zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel im Sprint wäre es das Sprintziel. Zum Beispiel in den Scrum-Events sind es natürlich der Zweck des Events, was gilt es in diesem Event zu erreichen. Insgesamt hilft jetzt Facilitation, bessere Ergebnisse für das Team zu erzielen. Was meine ich damit? Wenn man sich das Wort Facilitation anschaut, so würde es ich beschreiben. Ich glaube, es kommt aus dem Französischen und es heißt übersetzt sowas wie Dinge vereinfachen. Wenn wir es jetzt in die Welt von Scrum holen, wie können wir also unserem Team helfen, möglichst einfach effektiv Probleme zu lösen, gute Scrum-Events zu haben und ein gemeinsames Ziel zu haben, nach dem wir alle streben. Und das ist die Fähigkeit eines guten Facilitators, das so einfach wie möglich zu machen. So, wie können wir das ermöglichen? Ich sage euch erstmal, wie man es nicht machen sollte. Ich möchte euch einen gefährlichen Ratschlag geben, der mir auch mal gegeben wurde, relativ zu Beginn meiner Karriere. War ich genau in dieser Situation, dass, was ich vorher gesagt habe, die Retrospektive dreht sich in einem gewissen Sinn im Kreis. Es hat gut gestartet, dann hat sich jeder eingebracht, aber irgendwie, man macht einfach keinen Fortschritt. Man kommt von Hundertste ins Tausende und man merkt auch, wie die Leute quasi schon teilweise auschecken und nicht mehr richtig dabei sind, während sich zwei andere ewig und drei Tage um eine Kleinigkeit diskutieren. Und dann habe ich diesen Rat bekommen von einem damals erfahrenen Agile-Coach. Am Ende der Sprint-Retrospektive musst du halt als Scrum Master zur Not einfach eine Verbesserung festlegen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dieser Rat
sehr gefährlich gewesen. Ich habe das dann auch prompt gemacht in so einer Situation, wo wir einfach keinen Fortschritt gemacht haben und ich schon ein bisschen die Zeit im Nacken hatte. Sprint-Retrospektive, wir hatten so einen bestimmten Zeitrahmen gesetzt und ich habe gemerkt, oh, wir überschreiten den bald und dann wollen die Nächsten noch in den Raum. Und jetzt muss ich irgendwas tun und deswegen picke ich mir irgendwas von den Diskussionspunkten raus und sage, hey, lasst uns doch das im nächsten Sprint machen. Die Reaktion ist prompt wie folgt ausgefallen. Einer der Mitglieder des Teams hat wortwörtlich etwa so folgenden Satz gesagt: Warum verschwende ich meine Zeit in diesem Event, wenn die Entscheidung, was wir tun sollen, bereits vorher feststand? Also er ist davon ausgegangen, mir war vorab schon klar, in welche Richtung das Ganze laufen soll und ich entscheide das jetzt. Und es war eigentlich eine Farce und kein Mensch konnte so wirklich mitsprechen und sich einbringen. Genau, ich möchte euch später ein bisschen genauer erklären, was da passiert ist. Und dazu müssen wir ein bisschen ausholen. Und zwar, wenn wir über effektive Facilitierung der Scrum-Events sprechen, und da geht es im Wesentlichen um Entscheidungsfindungen. Also wir haben eine Fragestellung und wir möchten zu einer Entscheidung. Wie schaut denn sowas aus? Ich möchte euch ein Modell anbieten. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, wie könnte eine Entscheidungsfindung normalerweise ausschauen. Also wir haben irgendwie ein Thema, eine Fragestellung, ein Problem. Das ist so am Anfang. Und von links nach rechts stellen wir uns jetzt die Zeitachse vor und wir kommen zu irgendeinem Zeitpunkt dann zu einer Entscheidung. Die Punkte könnten jetzt einzelne Ideen sein und die Pfeile sind so ein bisschen die Gedanken, die so in diese Richtung uns führen. Wenn wir mal ehrlich sind, und ihr euch mal in der Vergangenheit eine Entscheidungsfindung anschaut, in der ihr beteiligt wart mit einer Gruppe, schaut es nicht wirklich so aus, dass das so ein linearer Prozess ist. Es schaut ein bisschen anders aus, deswegen brauchen wir ein bisschen realistischeres Modell. Und wir könnten uns eine Entscheidungsfindung eher so vorstellen. Also wir haben immer noch die Zeitachse, nach oben die vertikale Achse sind die Anzahl der unterschiedlichen Ideen. Wir haben am Anfang immer noch das Thema, die Frage, das Problem. Und wir kommen zu einer Entscheidung auf der rechten Seite irgendwann. Und anstatt dass das so linear von links nach rechts geht, schaut es eher nach divergent aus. Also die Ideen gehen in alle Richtungen. So ein typisches Beispiel, der Erste meldet sich zu Wort, hey, wir sollten, um das Problem zu lösen, X machen. Der Nächste wendet sich zu Wort, sagt, nein, 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 X auf keinen Fall, lass uns ABC machen. Der Dritte meldet sich zu Wort, X ist schlecht, ABC macht auch keinen Sinn, keins von beiden hilft, wir brauchen was ganz anderes. Die Vierte meldet sich zu Wort und sagt gar nichts. Der Fünfte hat eine eigene Idee. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem alle Ideen ausgetauscht wurden, dieses divergente Denken quasi nach außen aufgeht, kommt es irgendwann zu einer eher konvergenten Phase. Alle Ideen wurden ausgesprochen und nun geht es darum, das zusammenzufassen und das geht auf magische Weise. Auch Personen, die am Anfang gesagt hatten, hey, wir sollten A machen oder Personen, die gesagt haben, wir sollten X, Y und Z machen, sind ab jetzt ganz anderer Meinung und stimmen für, nee, nee, wir sollten C, D, F machen. Die Ideen werden zusammengeführt und es kommt zu einer Entscheidung, so wie in diesem Modell dargestellt. Ist das wirklich realistisch, dass es so ausschaut? Wenn ihr eine typische Entscheidungsfindung in eurer Vergangenheit zurückdenkt, aus meiner Erfahrung ist es weder dieses lineare Modell, das divergente Modell und konvergente Modell trifft es ein bisschen besser, aber ist es wirklich so, da fehlt da nicht was. Deswegen gibt es ein Aber. Irgendwas fehlt da in der Mitte. Denkt mal an eine Entscheidung zurück, an den Entscheidungsfindungsprozess und ich werde euch mal ein paar Sprechblasen sagen. Was ich so in der Vergangenheit gehört habe, wenn wir in so einem Entscheidungsfindungsprozess irgendwo in der Mitte sind. Zum Beispiel, eine typische Sache, die man häufig hört, ich dachte, wir wären uns einig, dass wir beim Thema bleiben. Das ist so ein typischer Indikator dafür, dass Leute Ideen einbringen, von denen andere Menschen denken, hey, Moment mal, das passt überhaupt nicht zur Fragestellung oder zum Thema. Was man dann auch hört, das kennt ihr auch, das ist der Klassiker aus der Retrospektive. Oh Mann, wir drehen uns hier ständig im Kreis. Das ist so ein typisches Beispiel, dass eine Person immer wieder sein gleiches Argument vorbringt. Ich nenne das immer der Broken Record Larry, quasi Broken Record von einer Schallplatte, die immer springt. Es kommt immer wieder das Gleiche, er findet kein Gehör.
Was man auch ein typischer Ausspruch ist, den man dann häufig hört, dass jemand sagt, versteht noch jemand, was hier eigentlich los ist? Man merkt hier, der hat den, für den ist der Prozess der Entscheidungsfindung gar nicht mehr transparent, er weiß gar nicht mehr, wo wir eigentlich sind. Und wenn es so ein bisschen die Emotionen hochkochen, die Leute vielleicht auch stiller werden, dann kann man aber auch unter anderem sowas hören, dass jemand davon ausgeht, hey, wir verschwenden hier eindeutig unsere Zeit. Gut. Was ist der Kern von dieser Phase zwischen dem divergenten und konvergenten Denken? Es ist Frustration. Das, was wir da lesen können, ist ein Beispiel für Frustration. Leute sind frustriert über, wie die Entscheidungsfindung abläuft. Leute sind frustriert, dass sie sich nicht so einbringen können, wie sie gerne wollen würden. Leute sind frustriert darüber, dass es nicht weitergeht und wir nicht endlich die Ideen zusammenfassen. Und dieses Phänomen ist nicht mir aufgefallen, sondern das gibt es schon relativ lang. Und das geht zurück auf Sam Kainer. Und er hat dieser Phase, die da in der Mitte passiert, die ich jetzt mit diesen Beispielen unterlegt habe, einen schönen treffenden Namen gegeben. Und zwar hat er es als die Grown Zone bezeichnet. Grown würde ich ein bisschen übersetzen im Deutschen wie, Entschuldigung, Grown Zone würde ich übersetzen wie, da knirscht's. Okay, wenn sich diese Ideen so gefühlt im Kreis drehen, da knirscht es so ein bisschen zwischen den Menschen, bei der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Und die Frage ist jetzt, wie entsteht denn diese Knirschzone und ist sie zu vermeiden? Die zweite Frage möchte ich euch gleich beantworten. Bei komplexer Arbeit ist sie eigentlich nicht zu vermeiden. Das entsteht immer. Leute haben unterschiedliche Ideen und Meinungen. Wir haben so gut wie in jedem Entscheidungsfindungsprozess diese Grown Zone. Die Frage bleibt es noch, wie sie entsteht. Und aus meiner Ansicht ist das das bestgehütetste Geheimnis von erfolgreichen Facilitatoren. Die erkennen das und sie wissen, was da passiert. Das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar die Grown Zone entsteht immer dann, wenn ein Teil der Gruppe sich im divergenten Denken befindet und ein anderer Teil bereits im Konvergenten. Was bedeutet das? Wir haben ein, kann eine Person oder mehrere sein, die sind noch in der Phase, hey, was gibt es denn alles für Ideen? Die sind noch im wilden Denken. Die überlegen sich noch, was könnten alles Möglichkeiten sein. Ein anderer Teil der Gruppe, das kann auch nur eine Person sein, ist bereits im konvergenten Denken. Die versuchen, Dinge zusammenzufassen. Die versuchen, Dinge zu priorisieren. Die versuchen, eine Entscheidung herbeizuführen. Und wenn diese beiden Gruppen aufeinandertreffen, dann knirscht es. Die einen wollen Dinge hinzufügen, frei denken. Die anderen wollen Dinge zusammenfassen, ausschließen, zu einer Entscheidung kommen. Und wenn das passiert, dann knirscht es. Und das ist die Grown Zone. Und das haben wir eigentlich immer. Und das ist auch aus meiner Sicht so gut wie gar nicht zu vermeiden, sondern als erfolgreiche Facilitatoren müssen wir diese Grown Zone erkennen und sie in einem gewissen Sinn mit dem Team helfen, diese Grown Zone zu navigieren. Wir sind der Einzige im Raum, der diese Frustration aushalten muss, dass es hier knirscht und nicht aufgeben, bis wir durch sie hindurchgekommen sind. Ein paar Tipps, wie man das machen kann. Bei dem divergenten Denken ist immer darauf zu achten, Punkt 1, jeder sollte eine Stimme haben, gibt jedem die Möglichkeit, seine Ideen einzubringen. Und noch viel wichtiger, lasst es nicht zu, dass Ideen frühzeitig bewertet werden. Okay? In dem Moment, wo Ideen ausgeschlossen werden oder wirklich Menschen verurteilt werden für ihre Ideen, springt ein Teil schon in dieses konvergente Denken, dieses Zusammenführen und sonst seid ihr in der Grown Zone und es knirscht. Und das wollen wir eigentlich erstmal vermeiden. Also am Anfang keine Bewertungen und jedem die Möglichkeit geben, sich frei einzubringen. Dann kommen wir in diesen Grown Zone Bereich. Und jetzt geht es darum, ein Modell zu finden oder ein Rahmenwerk, dass wir ein gemeinsames Verständnis über alle unterschiedlichen Ideen haben. Immer noch
wertneutral. Also wer hat was gesagt und warum und gibt jedem die Möglichkeit, seine Ideen zu teilen, sagt aber auch, dass jeder quasi den anderen zuhören muss. Hier braucht ein gemeinsames Verständnis von der Situation. Und das kann sehr, sehr zeitaufwendig sein. Und häufig springt man hier zu schnell zum konvergenten Denken. Nicht jeder hat sich eingebracht, nicht jeder konnte das für und wieder für bestimmte Punkte erläutern, nicht jeder konnte Rückfragen stellen. Also achtet in der Facilitation jetzt hier darauf genau, dass diese Punkte möglich sind. Lasst Rückfragen zu. Gibt jedem die Möglichkeit, seine Gedanken zu teilen, die er selber hat, über seine Ideen, aber auch über die Ideen der anderen. Was gefällt einem daran, was gefällt einem da nicht daran und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und dann entsteht ein gemeinsames Verständnis. Jeder versteht, was die anderen denken, was die anderen für Ideen haben und der weiß, dass die anderen auch meine Ideen verstanden haben. Und wenn wir das sichergestellt haben, dann sind wir auf der rechten Seite von der Grown Zone, wo es ins konvergente Denken übergeht. So, jetzt haben wir ein gemeinsames Verständnis. Jeder versteht, was die Punkte sind, die auf dem Tisch liegen. Jetzt können wir zu einer Entscheidung kommen, Entscheidung, die jeder mittragen kann. Hier ist wichtig, dass der Entscheidungsfindungsprozess vorher schon feststeht. Also wie treffen wir hier Entscheidungen, Mehrheitsentscheidungen, Roman Voting oder wie auch immer, wie das bei euch Sinn macht. Und wenn ihr das habt, dann helft den Leuten, Ideen zusammenzufassen, vielleicht zu priorisieren oder Ideen auch auszuschließen unter bestimmten Kriterien und dann am Ende eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, zum Beispiel mit den Techniken, die ich gesagt habe. So, was ist jetzt das Problem zu dem Ratschlag, den ich ganz am Anfang bekommen habe damals? Und warum ist der so gefährlich? Was passiert jetzt, wenn ein Scrum Master, der eine Sprint-Retrospektive facilitiert, unter Zeitdruck gerät und eine Entscheidung für das Team trifft? Das bedeutet, dass der Großteil der Teammitglieder noch im divergenten Denken sind. Die versuchen noch quasi Ideen zu finden, haben das Problem noch nicht richtig verstanden, haben noch kein gemeinsames Verständnis. Und als Scrum Master ist man jetzt der dafür verantwortlich ist, dieses konvergente Denken in die Gruppe stark reinzubringen. Und damit katapultiert man die Leute in die Grown Zone, es knirscht. Und wenn wir nicht alle ein gemeinsames Verständnis über die Vorschläge haben, wenn wir nicht alle uns einbringen konnten und dafür zustimmen konnten oder es ablehnen könnten, wird aus meiner Erfahrung auch keine Verantwortung für die Umsetzung übernommen. Ist ja nicht mein Vorschlag, ist mir egal, was damit passiert. Das sind so die Dinge, die man hört. Und in dem Moment, wo wir diesen Prozess quasi abkürzen, stürzen wir das Team in die Grown Zone. Es kommt zu keiner gemeinsamen Idee, das schaut nur oberflächlich so aus. Keine gemeinsame Entscheidungsfindung schaut nur oberflächlich so aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe das danach die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt, ist sehr, sehr gering. Was man dann häufig hört, ja, hättest du mich mal gefragt, ich habe dir gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Wenn es schief ging, das ist so ein Klassiker. Genau, also, um Scrum-Events effektiv zu facilitieren, aus meiner Sicht ist eine gute Grundlage, dass wir diese Grown Zone gut verstehen und dass wir die erkennen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein Modell jetzt anbieten und mit ein paar Phrasen oder Ausdrücken, die man so hört, auf die ihr sensibel reagieren sollt, damit ihr dann wisst, welche Facilitation-Techniken ihr jetzt zum Beispiel verwenden könnt, um der Gruppe helfen könnt, langsam, aber stetig diese Grown Zone zu überwinden. Wollen wir uns das Ganze mal an einem einfachen Beispiel anschauen? Und zwar, ich möchte euch mit euch über eine Sprint-Retrospektive sprechen. Ich denke, das ist so der Klassiker. Und wie kann man denn eine einfache und effektive Sprint-Retrospektive gestalten? Und das Erste ist mir ganz wichtig, die Betonung liegt auf einfach. Ich glaube daran, dass im Komplexen wir gut bedient sind, wenn wir einfach beginnen. Nicht zu viel Methodik, nicht zu kompliziert, weil im Endeffekt kommt alles anders. Und wir müssen in der Lage sein, situativ zu reagieren. Und das fällt uns immer schwer, wenn wir einen sehr vorgefertigten, festgefahrenen Plan haben, wie das Ganze ausschauen soll. Das war auch das Problem, was ich damals hatte, als ich erzählt habe, dass ich Riesenkataloge von Methoden hatte, die wir dann eins zu eins so abarbeiten mussten. Also wir lassen uns einfach beginnen. Starten wir damit, was ist denn eigentlich eine Sprint-Retrospektive? Was ist der Zweck? Den solltet ihr auch gerade den Teilnehmern immer näher bringen. Also der Zweck der Sprint-Retrospektive ist es, Wege zur Steigerung der Qualität und Effektivität zu planen.
Also es geht darum, in dem nächsten Sprint, wie können wir noch effektiver arbeiten, wie können wir unsere Qualität bei der Arbeit noch steigern oder die Qualität des Produkts. Dazu überprüft das Scrum-Team den aktuellen Sprint in Bezug auf die Individuen, also die Zusammenarbeit der Teammitglieder, die einzelnen Teammitglieder, mit welchen Prozessen haben wir gearbeitet, wie schaut unser Entwicklungsprozess aus, welche Werkzeuge haben wir verwendet, welche Tools, was hat uns dabei geholfen, was eher nicht so, und wir schauen uns auch die aktuelle Definition of Done an. Das ist so wichtig. Aus meiner Sicht sollte jedes Scrum-Event immer mit einem klaren Zweck im Vordergrund haben, und den sollten wir als Scrum Master auch stark kommunizieren. Jeder sollte wissen, warum wir hier sind. Und wenn wir den Zweck erfüllt haben, dann ist der Termin auch zu Ende. So, einer der ersten Schritte in der Sprint-Retrospektive ist für mich die Vorbereitung. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Und ein zentrales Element, wenn man sowas hat, ist, dass man über die gemeinsame Zusammenarbeit spricht, häufig auch Working Agreements. Also wie wollen wir als Team zusammenarbeiten in diesem Termin? Wie treffen wir zum Beispiel Entscheidungen? Wie stellen wir sicher, dass sich jeder einbringen kann und so weiter? Ein anderer Ansatz wäre, das habe ich jetzt hier dargestellt, wenn ihr das noch nicht habt, dann gibt es die sogenannte Prime-Direktive. Und zwar, die setzt so ein bisschen die Haltung, oder die wiederholt ein bisschen die Haltung, die uns hilft, dass wir uns wirklich alle offen einbringen können. Also unabhängig davon, was wir heute entdecken, verstehen, glauben oder glauben wir aufrichtig daran, dass in der gegebenen Situation, also in dem letzten Sprint, mit dem verfügbaren Wissen und den Ressourcen unserer individuellen Fähigkeiten, jeder sein Bestes gegeben hat. Das ist ganz wichtig. Wir haben quasi eine positive Haltung. Und jetzt quasi der erste Schritt ist, die Leute in eine positive Haltung zu bringen. Fehler sind unausweichlich. Fehler sind da, um zu lernen, und das ist nicht schlimm. Wir glauben daran, dass jeder sein Bestes gegeben hat, und wir versuchen, nach vorne zu schreiten. Das wäre jetzt eine Variante, wie ihr beginnen könnt, in Kombination vielleicht noch mit irgendeinem Check-in oder so. Den Hauptteil würde ich dann gerne mit dem sogenannten Perfection Game machen. Und zwar jetzt geht es darum, Verbesserungen für den nächsten Sprint zu finden. Das Perfection Game gefällt mir relativ gut. Das ist eines der Core-Protokolle, weil es alles in eine recht positive Art und Weise lenkt. Es sind drei Fragen, und die kann man unterschiedlich rangehen, wie man die ausfüllt. Im ersten Schritt wäre zum Beispiel, wie bewerte ich den Sprint auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist nicht so gut, 10 wäre perfekt. Daher kommt der Name Perfection Game. Da kann dann jeder Teammitglied für sich eine Meinung abgeben. Der zweite Schritt, so, du hast jetzt eine 7, eine 6, eine 9 gegeben. Was hat dich denn zu dieser Bewertung geführt? Also was hat dir gut gefallen? Wichtig auch hier positiv. Was hat dir gut gefallen? Was machen wir schon richtig gut, dass das zu deiner Bewertung geführt hat? Hier kann auch jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin eine Idee skizzieren. Das macht das Ganze sehr positiv auf Dinge, auf die wir stolz sind. Und jetzt fragen wir, was ist denn noch dieses Delta? Also du hast beispielsweise eine 7 gegeben. Was fehlt denn, damit der Sprint perfekt wäre? Was fehlt denn zu einer 10? Das wäre der letzte Schritt. Und hier können die Teammitglieder jetzt auch Verbesserungsideen geben. Ihr könnt es jetzt so Schritt für Schritt machen, so wie es ich gemacht habe. Es wäre aber auch möglich, dass jeder 3 Post-its hat und für sich die Skala, die positive Bewertung und was zur 10 fehlt, zu machen. Wichtig, jeder für sich gibt jedem eine Stimme. Wir sind in der konvergenten Phase. Keine Bewertungen, jeder für sich, jede Stimme ist wichtig, gibt ihnen Zeit. So, wenn wir das haben, wenn wir jetzt direkt zu einer Entscheidung kommen würden, würden wir wieder stark die Verantwortung des Teams für die Lösung wegnehmen. Und deswegen müssen wir jetzt versuchen, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Und wenn wir jetzt diese Post-its kleben, auf der rechten Seite zum Beispiel, und wir haben ein großes Team, dann versteht nicht jeder das, was die anderen mit den Post-its meinen. Häufig ist da ja nur ein kurzer Satz drauf. Deswegen müssen wir ein gemeinsames Rahmenwerk für Verständnis schaffen. Und das kann eine Zeit dauern, aber das ist der wichtige Schritt. Den nicht überspringen. Haltet die Leute da. Jeder muss in der gleichen Phase sein. Wir sind alle gerade im gemeinsamen Verständnis. Wir gehen von konvergenter
Quatsch. Wir gehen von divergenter Phase zur konvergenter. Keiner darf vorspringen und schon sagen, hey, das ist die Lösung, die wir machen sollten. Dann wird das Ganze ein bisschen aus dem Ruder laufen. Was man jetzt machen kann, ist, frag doch die Teilnehmer, bitte clustert doch mal gemeinsame Dinge. Warum ist das wichtig? Sie müssen erstmal gucken, was haben die anderen geschrieben? Was waren die anderen Ideen, wie man eine perfekte 10 machen könnte? Und sie müssen sich austauschen. Hey, ist das jetzt das Gleiche? Was verstehst du darunter? Und gib da ruhig ein bisschen Zeit, diese Cluster zu machen. Gib jedem das Wort, vorzustellen, was er unter seinem Sticky gemeint hat, wie das mit den anderen zusammenhängt. Gib Möglichkeiten, Rückfragen zu stellen und sorg dafür, dass alle anderen zuhören können. Das sind aus meiner Sicht die zwei wichtigen Dinge, die wir hier sicherstellen müssen in dieser mittleren Phase. Jeder darf kommt zu Wort. Ich muss keine Angst haben, dass ich nicht gehört werde, dass ich nichts sagen darf. Meine Zeit ist auch. Und wir hören zu, was die anderen sagen. Okay? Ihr könnt ja auch mal gerne fragen, bitte kannst du wiederholen, was die anderen gesagt haben, wie das eins da dazu passt. Gemeinsames Verständnis. Das kann durchaus hier jetzt ein paar Runden dauern. Tut da keinen zwingen, schnell weiterzumachen, sondern fragt auch irgendwann, hey, wie schaut's aus? Hat jeder ein gemeinsames Verständnis? Können wir den nächsten Schritt machen oder gibt es noch offene Fragen oder Punkte, die wir diskutieren wollen? Und dann wirklich von jedem, ja, aber ich habe alles verstanden, keine offenen Fragen und so weiter, bis das einmal rundum geht, dass wir wirklich hier alle in der gleichen Phase sind. Wir wollen es unter jedem Umstand vermeiden, dass jetzt jemand wieder entweder ins divergente Denken zurückspringt und sagt, hey, ich habe da noch eine Idee, oder schon jemand ins Konvergente springt, da ist ja vollkommen klar, wir machen das Gelbe, alles andere macht ja keinen Sinn. Jetzt gehen wir langsam in das divergente Denken und jetzt wollen wir zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Jetzt haben wir in der Situation drei Ideen und wir gehen mal davon aus, wir sollten mit einer Sache starten, weil uns das Scrum-Wert-Fokus sehr wichtig ist. Lieber eine Sache anfangen und abschließen, als alles drei nur anfangen. Und eine Möglichkeit, was man jetzt hier machen könnte, wäre quasi zu priorisieren und man kann das zum Beispiel mit Dot Voting machen. Und zwar, jeder kriegt ein oder zwei Punkte und jeder kann schreiben, was er denkt oder damit markieren, was er denkt, ist das Wichtigste. Und hoffentlich haben wir Working Agreements, die sagen, dass wir zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen treffen. Also der Verbesserungsvorschlag, der die meisten Punkte kriegt, ist in unserer Situation den wir annehmen. Wichtig ist hier, wir haben nur eine Priorisierung gemacht. Wir haben noch nicht gesagt, dass wir uns jetzt auf diesen obersten Eintrag einigen. Das würde ich als separaten Schritt machen, zum Beispiel mit einem Roaming Voting. Also so wie es bei uns in den Working Agreements steht, dass wir uns alle dafür sein müssen. Oder dass wir es so machen, wenn einer einen Widerstand hat, wenn einer einen Einspruch hat, dann versuchen wir so lange, den Vorschlag zu verbessern, bis auch sein Widerstand aufgehoben ist. Es liegt jetzt ein bisschen an euch, was euch hilft. Wichtig ist, Dot Voting macht erst eine Priorisierung, dass wir wirklich eine Konsens darüber haben, dass wir das im nächsten Sprint alle gemeinsam umsetzen wollen. Da braucht es noch einen weiteren Schritt. Das könnte jetzt Roaming Voting sein. Und wir fragen jetzt, sagt uns mal Daumen nach oben, wenn ihr sagt, ja, diesen Vorschlag, der die meisten Punkte hat, da setze ich alles dran. Da will ich meinem Team helfen, dass wir den umsetzen. Oder, nee, das passt für mich so gar nicht, da kann ich nicht mitgehen. Und wenn ihr dann hier jetzt in der Situation alle Daumen nach oben bekommen habt, dann habt ihr es geschafft, hoffentlich, oder von der Problemlösung, von der Idee bis zu der gemeinsamen Entscheidungsfindung zu kommen. Ein paar Stolperstricke. Es kann durchaus sein, dass ihr wieder zurückspringen müsst, weil noch neue Punkte aufkommen. Dann macht es und versucht aber alle Leute zurückzubringen und nicht nur Ausgewählte. Sonst habt ihr immer das Problem, Grown Zone. Manche Leute wollen Konvergenz, andere wollen wieder Divergenz. Guckt da, macht es transparent, wo wir sind und versucht da Wege zu finden, alle immer in dem gleichen Stadium zu halten. Man kann sowas zum Beispiel auch mit Timeboxen regeln. Wir nehmen uns jetzt x Minuten Zeit, um dieses Thema zu besprechen und im Nachgang, wenn es noch mehr Zeit braucht, wer ist dafür, wer ist dagegen und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch eine relativ einfache Art und Weise zeigen, wie man eine Sprint-Retrospektive machen kann, und immer mit ihrem Blickwinkel auf die Grown Zone und wo sie entstehen kann und wie man frühzeitig dagegen steuern kann. Genau. Ich glaube, dass Facilitation-Fertigkeiten unverzichtbar sind für jedes Scrum-Team. Einfach, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet an komplexen Dingen, dann haben sie
unterschiedliche Meinungen und das ist auch wichtig. Das ist der Garant für innovative Ideen. Als Facilitator müssen wir uns aber so einfach wie möglich machen, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen und zu gemeinsamen Entscheidungen, um bessere Ergebnisse für das Team zu erreichen. Und das, glaube ich, kann Facilitation ermöglichen. Wenn du deine Facilitation-Fähigkeiten weiterentwickelst, aus meiner Erfahrung, dann hilfst du deinem Team unter anderem, Sprint-Plannings zu gestalten, wo wirklich am Ende jeder hinter dem Ziel steht. Okay, jeder konnte sich einbringen, jeder steht jetzt auch hinter dem Ziel. Daily Scrums zu haben im Team, wo, böse gesagt, das Ergebnis nicht ein weiteres Meeting ist, sondern wirklich der nächste Schritt aktive Zusammenarbeit ist, wo Leute wirklich gemeinsam an den Dingen arbeiten. Sprint-Reviews zu haben, wo sich wirklich die Leute auf Augenhöhe begegnen. Für mich ist ein Indikator, ob ein Sprint-Review gut ist, zum Beispiel, wenn man von außen drauf schaut, man wäre nicht im Raum und man kann gar nicht so richtig erkennen, wer sind eigentlich die Stakeholder und wer sind die Entwickler. Die Diskussion ist so harmonisch, die arbeiten so stark zusammen, dass nicht klar ist, wer macht jetzt hier eigentlich die Entwicklung und wer sind die Stakeholder. Und klar, Sprint-Retrospektiven, die sich nicht ständig im Kreis drehen, sondern wo man wirklich zu konkreten Verbesserungen kommt und die vielleicht auch kürzer sind als die angesetzte Zeit. Das ist für mich auch immer ein Indikator, dass wir effektiv arbeiten. Weil am Ende denke ich, dass Facilitation bares Geld spart, wenn wir es dem Team einfach machen, kommen zu Entscheidungen zu kommen, die jeder mitträgt und wir nicht wieder zurückspringen müssen und alles neu diskutieren, sparen wir den Teams oder dem Unternehmen bares Geld. Darin steckt die Kraft von Facilitation. Ich behaupte aber nicht, dass es einfach ist. Wir sind als Facilitatoren dafür zuständig, diese Frustration in der Growing Zone auszuhalten und dem Team zu helfen, da durchzukommen. Das ist kein einfacher Job. Man kann das erlernen, klar, man muss viel ausprobieren. Es gibt auch ein bisschen theoretisches Wissen. Ich habe euch jetzt ein Modell vorgestellt, das ist diese Growing Zone und dieser von Sam Kainer, dieser Diamant der Entscheidungsfindung. Wenn ihr noch mehr dazu lesen wollt, wenn ihr auf meine LinkedIn-Seite geht, ich habe so einen Newsletter, der heißt Scrum Impulse, der ist natürlich kostenlos, ist bei LinkedIn. Da gibt es relativ viele ausführliche Artikel zu der Growing Zone, Facilitation, Fertigkeiten, Techniken, wie ihr Sprint-Reviews und so weiter machen könnt, gut facilitieren könnt. Schaut euch das an. Und wenn ihr es wirklich hands-on ausprobieren wollt, dann könnte ein nächster Schritt sein, dass ihr euch zum Beispiel das Facilitation Skills Trainings der Scrum.org anschaut. Ihr findet zum Beispiel meine Trainingstermine unter scrum.org/Simon-Flossmann, aber es gibt auch viele andere Trainer, die das Training auch anbieten. Pickt euch da einen raus und schaut, dass ihr eurem Team helft, Entscheidungsfindungsprozesse einfacher zu machen. Das ist mein Appell. Ich denke, da liegt ein großer Wert in der heutigen immer komplexer werdenden Welt. So, Fragen. Jetzt werde ich mal kurz meinen Screen Share beenden und in die Q&A-Box schauen, was es denn alles für Fragen gibt. Gut, super. So. Der Dirk fragt, ich versuche einfach mal von oben nach unten ein paar abzuarbeiten. Eine Viertelstunde haben wir noch. Dass die meisten oder 90, gefühlt 90% arbeiten mit Jira und bei ihm wird das, wenn ich es richtig verstehe, das Sprintziel erst am Ende formuliert oder sollte man es doch am Anfang formulieren und wie setzt man das Ganze um? Ich versuche die Frage zu beantworten, lieber Dirk, wenn du noch offene Fragen hast, bitte einfach nochmal eine neue reinschreiben. Dann versuche ich da auf dich einzugehen. Feedback ist hier sehr hilfreich. So, der Scrum Guide. Wir können uns einmal im Scrum Guide orientieren. Der sagt, im Sprint Planning gibt es drei Themen. Und aus meiner Sicht ist ein Thema davon der Sprint Ziel. Und es steht auch ganz oben. Es ist das erste Thema. Ich glaube daran, dass die Sprints in Scrum das Herz sind. Und der Herzschlag kommt über das Sprintziel. Das Sprintziel ist allgegenwärtig. Jedes Scrum-Event lebt vom Sprintziel und zwar repräsentiert es den Wert Fokus. Und deswegen sollte man unter allen Umständen anfangen mit dem Ziel.
Es geht in Scrum nicht darum, dass jeder was zu tun hat, dass jeder Entwickler seine Arbeit aus dem Backlog ziehen kann, damit er beschäftigt ist, sondern es geht darum, die eine Sache umzusetzen, von der wir glauben, die das Produkt weiterbringt, die Wert für den Stakeholder und für den Nutzer bringt. So würde ich auch das Sprint Planning starten. Was mit der Frage, was soll nach diesem Sprint für unsere Nutzer, Anwender, Kunden anders sein? Und frag gerne mal jeden im Team, nicht nur den Product Owner, was könnte ein mögliches Sprintziel sein, wenn du dir so diesen Product Backlog anschaust, wo die aktuellen Ideen zu finden sind. Und nehmt euch dafür Zeit. Aus meiner Erfahrung ist ein Großteil des Sprint-Plannings, geht es darum, das Ziel zu finden. Es geht nicht darum, den Sprint, die Arbeit zu planen. Warum? Nur weil wir sprinten, steht die Welt nicht still. Okay? Leute werden krank, Produktionsumfeld fällt aus, wir haben einen riesen Bug, den wir fixen müssen, Arbeit dauert länger, als wir gedacht haben und so weiter und so fort. Es wird unzählige viele Probleme geben. Und was uns hilft in dieser Komplexität, ist das Sprintziel. Das ist die eine Sache, die uns Fokus gibt. Und darauf sollten wir uns im Sprint Planning fokussieren. Wenn wir dann noch nicht den perfekten Plan haben, wie wir den Sprint umsetzen wollen, das ist nicht schlimm. Wir brauchen eine erste Idee, was wir morgen tun. Dann machen wir das, wir lernen daraus und dann fügen wir weitere Dinge hinzu. Also quasi, wir können die Product Backlog-Einträge, den Task Breakdown, auch während des Sprints machen. Jetzt haben wir die Sache, dass das in Jira normalerweise nicht so einfach ist, weil uns das eventuell den Burndown-Chart versaut. Und das ist ein ganz wichtiger Indikator. Wenn der Burndown-Chart perfekt ist, dann läuft hier irgendwas schief. Aus meiner Erfahrung, ein gutes Scrum-Team, da kann man mit dem Burndown-Chart überhaupt nichts anfangen. Es kommen während der Arbeit neue Einträge dazu, es kommen Bugs, die gefixt werden müssen, es beziehen neue Einträge aus dem Product Backlog, wir fügen was hinzu, wir schieben was zurück. Wenn das der Fall ist und das Sprintziel erreicht ist, dann hat man alles richtig gemacht, weil dann hat man wirklich aktiv versucht, die Probleme, die auf uns zukommen, als Team zu lösen und immer versuchen, transparent zu herzustellen, wo wir gerade im Moment stehen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kontroverse zu dem, wie das Jira oder so sieht, aber aus meiner Sicht ein perfekter Burndown-Chart, da läuft irgendwas total schief, weil die Welt ist nicht so. Ist es bei euch so und ihr seid erfolgreich? Da muss man sich auch die Frage stellen, ob jetzt Scrum für euch so das beste Rahmenwerk ist für die Arbeit oder ob es nicht auch einfacher gehen würde. So, ich weiß, dass ein Jira das Problem hat, wenn der Sprint gestartet hat, dass man Schwierigkeiten hat. Also man braucht diesen Sprint-Backlog. Zur Not schiebt da einfach ein paar Themen rein und habt keine Angst, die Themen wieder rauszuschieben, wenn neue Dinge entstehen. Das wäre jetzt mein Tipp hier. Und verwende viel Zeit für das Sprintziel. Und letzter Tipp für das Sprintziel. Ich möchte kein Sprintziel, was smart ist, weil smart ist irgendwie unsexy. Das kann sich keiner merken. Macht irgendwie was Lustiges, was etwas beschreibt als Tagline. Ihr könnt immer noch drunter dann die Smart-Kriterien verwenden, um die Details zu haben. Aber es muss irgendwas sein, was euch inspiriert. Okay? Sucht da irgendwas, was ein Filmtitel, irgendwas, was es beschreibt, was ihr erreichen wollt, über was ihr sprechen wollt. Löst euch ein bisschen von dem Ticket 587 muss erledigt werden, sondern was möchtet ihr im Leben der Nutzer anders machen? Und so weiter und so fort. Das ist ein letzter Tipp. Und verwendet da ein bisschen Zeit drauf. Gut, ich versuche einfach mal weiterzumachen. Dirk, wenn du sagst, das war hilfreich, schreib gerne zurück in der Q&A-Box. Wenn du sagst, hilft mir gar nicht, schreib es bitte auch rein, dann kann ich versuchen, noch weitere Tipps und Tricks zu geben. Der Samuel sagt, dass Verbesserungen in der Retro sind oftmals für grundlegende Probleme, die nicht im Sprint gelöst werden können, wie geht man damit um? Ah, das war ein super Punkt. Also angenommen, wir finden Verbesserungen, die so grundlegend sind, die wir jetzt auch nicht in einem Sprint umsetzen können. Klassiker. Aus meiner Erfahrung ist, wir müssten erstmal starten und ich würde die Verbesserung auch ähnlich runterbrechen, wie man es in einem Refinement macht. Wie kann man das machen? Mit dem Perfection Game ist eine super Methode. Jetzt mal angenommen, damit es einfach ist, die meisten sagen 6. Aktueller Sprint ist eine 6. Dann überlegen wir uns, was wir tun könnten für eine 10. Das ist jetzt ein Riesenschritt. Es ist klar, dass wir von 6 auf 10 nicht im nächsten Sprint kommen werden. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, wenn man diese Idee hat, auf die wir uns alle einigen, wie die 10 ausschauen könnte, wie man da hinkommt,
Basierend auf dem, was ist von 6 auf 7, was ist dieser kleine Schritt? Was bringt uns in diese Richtung, damit wir mehr lernen, ob diese Verbesserung wirklich den Mehrwert bringt, den wir uns erhoffen? Und wenn wir jetzt im nächsten Sprint von 6 auf 7 kommen und da Fortschritte machen, könnte ich mir vorstellen, dass dann die nächste Retro einfach in die weitere Richtung geht. Dass die Teilnehmer, wenn es wirklich von der Retro, wenn es wirklich wertvoll war, daran anknüpfen wollen. Ich würde mal das versuchen, schrittweise, weil wie gesagt, die Welt ist komplex, Dinge ändern sich. Und um motiviert zu bleiben, braucht man viele kleine Erfolge. Deswegen versucht euch an diese Sprint-Timebox zu halten, brecht die großen Verbesserungsvorschlag runter. Ich hoffe, es war hilfreich, Samuel. Wenn nicht, dann bitte schreibt zurück. Und wenn es war, bitte auch. Dann versuche ich noch ein bisschen was nachzusteuern. Okay, was die Anna fragt, was macht man mit einem PO, der kontaktscheu ist und seine Stakeholder nicht ins Review einlädt? Das ist ein Klassiker. Kontaktscheu, das muss man ein bisschen besser verstehen. Man könnte jetzt annehmen, das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen nicht so ganz da ist. Was mich dann immer zu der Frage stellt, seid ihr in der Lage, wirklich Software oder Produktinkremente zu liefern, dem Kunden jeden Sprint? Das ist ein Garant für Vertrauen in der Organisation, dass man wirklich sieht bei euch im Team, ihr könnt was verändern, ihr könnt reagieren, wenn es Probleme gibt, könnt ihr die innerhalb von einem Sprint lösen. Das wäre eine Richtung, in die man gehen könnte. Das wäre jetzt Meta. Konkret ist, dem Product Owner die Hilfe anbieten. Wen könnte man einladen? Soll ich dir dabei helfen? Ich kann das moderieren. Und vielleicht auch ein bisschen ins Coaching gehen und fragen, warum er das nicht möchte, für was er da Widerstände hat. Oder ihm auch ein bisschen aufzeigen, was ihm ermöglicht. Für mich ist Sprint Review eine der besten Möglichkeiten, Stakeholder-Management zu betreiben, Erwartungsmanagement. Und auch die Ideen von den anderen, von den Stakeholdern einzusammeln, damit man dann gleich auf das gleiche Ziel läuft. Da würde ich mit ganz kleinen Schritten anfangen. Vielleicht kann man ja erstmal jemanden von einem anderen Team einladen, der so indirekt an dem Erfolg des Teams beteiligt ist, der vielleicht eine Abhängigkeit ist, der mit Dingen weiterarbeiten muss, um langsam daran zu gehen. Der nächste Punkt ist, wenn das nicht funktioniert, wenn die Stakeholder nicht zu euch kommen, dann kommt ihr vielleicht zu den Stakeholdern. Wie wäre es mit einem E-Mail-Newsletter am Ende des Sprints? Hey, Team, Dragons, was auch immer, hat in dem Sprint an dem und dem gearbeitet. Wenn ihr euch das anschauen wollt, schaut auf das und das Produktivsystem, das sind die neuen Änderungen. Wenn ihr wissen wollt, was im nächsten Sprint auf euch zukommt, besucht zum Beispiel das Sprint-Review, so könnt ihr Werbung machen. Oder ihr könnt auch einen Ausblick geben: Hey, im nächsten Sprint arbeiten wir an dem und dem Ziel. Ist nicht so ein ganz direktes Feedback, vielleicht ein erster Schritt für den Product Owner, sowas ein bisschen langsam Schritt für Schritt anzugehen. Das wäre jetzt mein erster Impuls, Anne. Dann haben wir die Franziska, die hat nochmal nachgeschaut, was to groan heißt. Sie schreibt stöhnen, ächzen. Ich habe es mit knirschen übersetzt. Ah, das gefällt mir auch gut. Vielen Dank. Christine schreibt, gemeinsames Verständnis ist sehr wichtig, aber wenn man für ein Thema 5 Stunden braucht und man hat noch 20 andere Themen, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen, wird es schwierig mit der Zeitplanung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist, wenn du das nicht machst, wird es zu keinem Resultat führen, weil sich die Leute dann nicht verpflichtet fühlen, das umzusetzen. Gemeinsames Verständnis ist ein Riesenzeitinvest und da haben wir auch wieder die Frage mit Teamgröße, das spielt da wieder rein. Der Scrum Guide sagt, Teams sollten nicht größer als 10 Menschen sein, sonst wird die Kommunikation zu komplex und das steckt genau da drin. Das wäre jetzt ein erster Indikator, dass wir einfach zu viele sind. Die nächste Sache, die man jetzt machen kann, ist, dass man den Problemrahmen ein bisschen einschränkt. Was wollen wir uns genau anschauen? Dass die Themen nicht so total wild sind. So ein bisschen was machen, um vorzuselektieren. Wenn das nicht möglich ist, man kann auch an vielen Themen gleichzeitig arbeiten. Man bildet quasi Stationen und lässt unterschiedliche Themen gleichzeitig bearbeiten, stellt sich dann die Themen im nächsten Schritt gegenseitig vor und votet dann darauf. Das wäre auch noch eine Variante. Ich nenne das immer Small Teams Multitasking. Also wir haben viele kleine Teams,
jedes arbeitet an einem Thema und dann stellt man sich es gegenseitig vor. Das wäre eine Variante und dann einigt man sich auf eine Sache. Die Idee dahinter ist Parallelisieren. Aber was man ein bisschen verliert, was vollkommen recht ist, gemeinsame Verständnis. Es ist schwierig, das total abzukürzen. Das muss man leider so sagen. Dieses Zeitinvest muss man hier gehen, in der Hoffnung, dass man ein Resultat erzielt, hinter dem wirklich alle stehen. Das ist der Mehrwert. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Kerstin, wenn nicht, dann bitte gleich nochmal reinschreiben. Wir haben hier ein, ich hoffe, ich vergewaltige jetzt deinen Namen nicht, Li Mai, würde ich sagen. Sie sagt, danke für das anschauliche Modell. Würdest du empfehlen, dem Team das Grown Zone Model transparent zu machen? Auf jeden Fall. Das ist es. Wenn ihr irgendwas macht nach dem, was ihr hier gelernt habt, dann das. Ich versuche auch in den nächsten Tagen noch einen Blogpost zu schreiben, wo ich euch eine Methode an die Hand gebe, wie ich die Grown Zone zum Beispiel im Training erkläre, welche Schritte hilfreich sind, damit jeder das versteht. Sollte dann bei LinkedIn bald erscheinen. Macht es unbedingt. Das hilft extrem, weil dann die Leute selber, also ich habe das auch gemacht und dann kommt sowas raus, dass dann die Teilnehmer selber sagen, hey, meine Freunde, sind wir nicht gerade in der Grown Zone? Was können wir tun, um da rauszukommen? Und dann kannst du als Facilitator glänzen. Wenn das passiert, schauen alle Augen auf dich. Hey, hier läuft was schief. Hier, wie haben wir gerade gelernt, hat Franziska gesagt, hier stöhnt's, wir ächzen alle. Lieber Facilitator, lieber Scrum Master, hast du eine Idee, wie wir jetzt weitermachen können? Und es gibt keinen besseren Einladung, Auftrag, jetzt hier was zu tun. Füllt auch bei dem Modell, ich habe ein paar Beispiele genannt, was in der Grown Zone, was man hört, was man sieht. Nehmt da eure eigenen Beispiele. Schalten die Leute ihre Kamera aus? Rollen die mit den Augen? Stöhnen die sowas wie, ah, jetzt schon der, schon wieder? Schreibt diese Dinge auf. Das hilft uns allen zu erkennen, hey, das höre ich jetzt gerade, wir sind gerade hier, lass uns daran was ändern. Nicht, dass wieder die Zeit zu Ende ist und wir alle hier rausgehen und eigentlich nur frustriert sind. Oh. Stefan fragt, inwieweit unterscheidet sich ein Facilitator von einem Moderator? Stefan, wenn du darauf eine Antwort hast, schick's mir bitte. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn du es übersetzt, wird aus dem englischen Wort Facilitator das deutsche Wort Moderator. Aus meiner Sicht ist es was Unterschiedliches. Für mich, wenn ich Moderator höre, dann denke ich immer ans Fernsehen. Jemand, der in der Talkshow die Leute aufruft und ihnen Redezeit gibt. Das ist das Bild, was ich habe. Ein Facilitator hingegen vereinfacht Gruppenprozesse. Das kann ganz unterschiedliches Ausmaß haben. Ein Beispiel, ich hatte eine Sprint-Review mit vielen Leuten, mehrere Teams, 50 Leute oder so. Und das kann keine 3-4 Stunden dauern. Das ist nicht machbar. Wir müssen das vereinfachen, um schnell den Zweck des Sprint-Reviews zu erreichen. Eine Sache, die ich gemacht habe, ich habe alle Stühle aus dem Raum räumen lassen. Heck, warum? Leute, die stehen, reden nicht so viel. Es ist leider so. Und dadurch waren die Diskussionen viel kürzer, viel knapper. Man hat sich auf das Wesentliche fokussiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine typische Beschreibung von einem Moderator ist. Deswegen würde ich sagen, Facilitation ist ein bisschen mehr, als die Leute quasi in der Diskussion zu moderieren. Aber ehrlich gesagt, Stefan, ich bin auch auf der Suche. Wenn ich die Frage beantwortet habe, schreibe ich auch einen Artikel. Das ist eins der Punkte als offene Fragen, die ich habe. So viele weitere Fragen. Leider haben wir nur noch eine Minute. Elisabeth fragt, wie bringe ich Stakeholder dazu, aktiv im Sprint-Review zu sein? Das Dev-Team präsentiert und am Ende kommen kaum Fragen. Ah, warum präsentiert das Dev-Team? Das wäre mein Ansatzpunkt. Wie schaffen wir es, dass die liebe Elisabeth, dass sie zusammenarbeiten, dass das keine Präsentation ist? Vielleicht können die Stakeholder was ausprobieren. Ich weiß nicht, was euer Produkt ist, aber vielleicht baut ihr eine Webseite oder so und mit dem neuen Formular und die Stakeholder können aktiv was eintippen und ihr Feedback geben. Demonstration, das heißt, ist nicht Bestandteil so richtig des Reviews. Achtet ein bisschen drauf. Es geht Vorstellen und Feedback. Und am besten geht es, wenn Leute zusammenarbeiten. Wenn das funktioniert, wäre es ein erster Schritt. Die Leute selber Dinge ausprobieren lassen. Teilt Tablets aus, wo die neueste Version läuft und so weiter. Das wäre eine Sache. Was man auch machen kann, ist quasi auf dem Product Backlog voten. Hey, das ist der Product Backlog. Und da macht man
Wenn du Spielgeld hättest und du könntest, wärst der Product Owner, wie viel, worauf würdest du dein Geld setzen? Was ist das Wichtigste? Versuch sie mit irgendwelchen Techniken aktiv einzubeziehen. Es geht um die Zusammenarbeit. Ich weiß, die Frage war jetzt sehr kurz beantwortet. Das ist eine Riesenbaustelle. Ich hoffe im Nachgang, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir kommen jetzt leider am Ende der Timebox. Ich habe noch viele Fragen offen. Bitte fügt mich bei LinkedIn hinzu und dann diskutieren wir eure Dinge. Ich glaube, ich kann mir die Fragen auch behalten. Dann versuche ich auf euch zurückzukommen und noch ein paar Ideen zu teilen. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt an dem Webinar. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ein Modell anbieten, in dem ihr in Zukunft auf Gruppenprozesse anders schaut, um dann ein bisschen besser zu überlegen, okay, was sind die Dinge, die jetzt ich tun sollte, um dem Team zu helfen. Teilt das gerne mit eurem Team. Ich glaube, GrownZone ist ein Riesenhilfsmittel in der Zukunft. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und bis bald und Scrum on.